Das neueste Detective Conan Ending 68, wie immer für euch nach dem Intro in der Analyse. Viel Spaß! Komm aber Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detective Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um das neueste Detective Conan Ending 68 und wir springen direkt rein. Der Name auf Japanisch heißt Kyufuke, das heißt auf Deutsch ungefähr Hunger. Und es geht hier auch um Hunger und zwar nach Rache. Der Hunger nach Rache ist groß und es geht schon mal extrem geil los. Wir sehen hier eine Dartscheibe, wo nicht Phil Taylor Spiel, nein, oder Gervin Price, nein, wir haben hier wirklich einfach ein normales Dartboard mit drei Verdächtigen, nämlich mit Sherry Aka Shiomiano, Conan Edogawa und Ran Mori. Wenn wir uns das Ganze genau anschauen, dann sehen wir natürlich noch ein Schriftstück und zwar ist hier iHyber Aka Sherry durchgestrichen, ja, das heißt, man kann annehmen, die Person, der das Board gehört, die ist kein großer Sherry-Fan und bei Conan haben wir Cool Guy und bei Ran Mori haben wir Angel. Das heißt, wir wissen, dieses Dartboard stammt von Wermut. Sie ist also nicht nur in der Organisation tätig, sondern spielt auch bei den ein oder anderen Dart-Turnieren. Jetzt weiß ich auch, wieso sie mir so verdammt bekannt vorkommt. Da natürlich die geschlossene Gesellschaft, angefangen mit den Detective Boys, mit Agasa, mit Ran Mori, mit Korgoron. Da natürlich auch nicht zu vergessen die Polizei rund um Megure, Shiba, natürlich auch Kennt ihr das, Leute, wenn ihr zwei Sachen aussprechen wollt und ihr es dann so mischt? Ich wollte Sato und Takagi sagen. Und natürlich auch noch Shiratori, dementsprechend auch noch das FBI ebenfalls involviert. James Black haben wir schon länger nicht mehr gesehen, der ist ja auch nicht so gehighlightet. Hier haben wir eher Subaru Kia, natürlich ja auch mal ein bisschen mit seinem Kragen runter, dass wir auch den Stimmtransposer sehen. André Kamel und Jody wissen ja mittlerweile auch Bescheid, dass es sich bei Subaru Kia in Wirklichkeit um Shuichi Akai handelt. Und natürlich dann noch der Gegenspieler schlechthin, die gesamte Mannschaft, nämlich die schwarze Organisation. In der Mitte natürlich für uns das meist gehighlightete Mitglied der Organisation seit Beginn von Conan, ja, nämlich die Exekutive schlechthin, Jin, der Mann fürs Grobe, gefolgt von seinem Anhängsel, Wodka, der Gegenspielerin in der Organisation, die auf jeden Fall Jin immer so ein bisschen die Stirn bietet, nämlich Wermut, Vermotto, Bourbon, aka Ray, aka Muro, der Spürhund der Organisation, auch als Nock tätlich, mit einem weiteren Nock, nämlich Kür, aka Hideme Hondo fürs CIA. Dann haben wir natürlich noch Korn und Chianti. All diese Personen werden natürlich auch eine wichtige Rolle spielen im Film 26, der ja schon bald in den japanischen Kinos anlaufen wird. Ungefähr noch knapp einen Monat. Und dann sehen wir so von oben so eine animierte Hand, die so ein bisschen die Organisation zerknackt, das Bild bröckelt. Ja, das Bild bröckelt, explodiert und dann kriegen wir mit übelst geilen Schnitten erstmal natürlich Ran Mori, die hier so ein bisschen traurig ist. Conan hat sie auch damals schon in der Schule bzw. im Kindergarten als Heulsuse bezeichnet, mit einem Regenschirm, es ist verregnet. Dann sehen wir Ran nochmal in der Stadt, ja, und das Schöne hierbei ist natürlich, dass wir bei Ran nicht nur sehen, dass sie hier wieder weint, sondern wir sehen so eine Stadt im Hintergrund. Wir können es nicht genau wissen. Ja, ist es London? Ist es einfach Tokio? Auf jeden Fall sieht es hier sehr, sehr weihnachtlich aus. Wir sehen ja auch nicht nur an der Beleuchtung, dass es so ist, sondern wir sehen ja auch ein bisschen Schnee. Dann natürlich auch noch ein wunderbares Bild, wo wir auch noch mal ganz, ganz viele wunderbare Protagonisten sehen, ja. Angefangen natürlich hier in der Mitte mit Rumi Wakasa, mit der erwachsenen Mary, mit der erwachsenen Chiho Miyano, die rechts ist. Dann abgeschnitten im Bild sehen wir hinten noch so ein bisschen Akemi, ja. Und wir sehen auch, dass alle sehr, sehr entschlossen gucken, Yukiko zumindest, Rumi und Mary, während hier iHyber Aka Shio sehr, sehr traurig ist. Jody und Kür ebenfalls sehr, sehr entschlossen. Das Bild, meine lieben Leute, das ist doch mal krass. Alle ihre Ursprungsform vorhanden. Sehr, sehr geil. Dann, Yukiko kann natürlich auch anders. Wir sehen sie hier mit einem wunderbaren Hut, mit so einer Perlenhalskette. Sieht schon fast so aus, als ob das aus dem Mystery Bell Express kommt. Dann sehen wir Mary, Mary Sera, wo sie noch groß war. Wahrscheinlich in London unterwegs mit so einem Angelausflug.
Outfit, würde ich sagen, ja, mit so einem Fischerhut, mit so einem wunderbaren Mantel dazu. Passt auf jeden Fall dazu noch eine Sonnenbrille, wahrscheinlich nicht, weil die Sonne so unglaublich scheint, nein, sondern einfach so ein bisschen zur Identitätsverschleierung. Dann natürlich Jodie, die ja komplett bedröppelt ist, da können wir uns natürlich auch die Frage stellen, wo könnte das Bild sein? Wahrscheinlich hier, als sie herausgefunden hat, dass Shuichi Akai tot ist, das war ja quasi ihre große Liebe. Akemi Miyano ebenfalls hier am Weggehen. Es ist sehr, sehr trist, windig, dunkel, ja, ebenfalls am Weinen. Das heißt also, wir kriegen hier ein sehr, sehr, ich sag mal, ja, trauriges, tristes Bild vermittelt. Ja, viele Protagonisten weinen, sind verzweifelt, während andere probieren, so ein bisschen aufgeschlossen zu sein. Und genauso ist auch der Soundtrack, muss man ganz klar sagen. Es fängt sehr, sehr smooth an. Es gibt eine wunderbare Steigerung, wo wir quasi so zum Beat passend immer die einzelnen Bilder bekommen. Ja, und dann geht es natürlich nochmal in eine dramatische, ich würde schon fast sagen epische, aber doch ein bisschen melancholische Musik zu Ende. Ja, dann natürlich Aihaibara, um diese Person dreht es sich extrem. Und dann wussten wir auch mit diesem Bild immer noch nicht ganz, wo soll das Ending hingehen? Also was wird uns hier vermittelt? Natürlich ein paar Protagonisten, die Organisation, die Schwarze, andere Organisationen wie die Sicherheitspolizei, Polizei, Connens Umfeld, ja. Aber was ist der Kern des Endings? Das habe ich da noch nicht wirklich verstanden. Dann sehen wir auch noch ein wunderbares Bild von Shuichi Akai, der hier auf dem Balkon ist, ja. Und quasi bei Mitternacht, ja, der Mond. Und sehen wir gerade noch so ein bisschen, und wie er so auf sein Handy guckt. Und wahrscheinlich guckt er auf sein Handy, nämlich guckt er sich gerade die Message an von seiner geliebten Akemi, die ihn ja quasi darum gebeten hat, in ihrer Dying Message auf ihre Schwester aufzupassen, nämlich auf Aihaibara. Wir wissen ja auch, dass sie alle miteinander verwandt sind. Also Akemi und Shuichi Akai sind Cousin, Cousine. Damit ist natürlich dann auch Shio Miyano Aka Ai die Cousine von Shuichi Akai. Und Shuichi Akai Akazuburo ist einfach ihr Cousin. Unglaublich geil. Und jetzt wird es hier nochmal richtig interessant. Wir haben hier nicht nur Aihaibara, sondern wir sehen ja auch seltene Bilder von Jodie, ja, die hier ein sehr, sehr schönes Abendkleid anhat, ja, schon fast so ein bisschen im Chiller-Modus unterwegs, damit könnte man auch gut schlafen, sehr, sehr traurig, bedröppelt, ja, guckt sehr, sehr niedergeschlagen, dann aber auf einmal flippt das Ganze und wir sehen die Power Jodie, die wir immer sehen, die von Rache angetrieben wurde, ja, zückt hier einfach ihre Pistole und richtet die Pistole auf eine Person, beziehungsweise auf etwas, wir wissen aber noch nicht auf genau was. Und dann kriegen wir so einen ganz kleinen Einspieler von einer Silhouette, beziehungsweise sehen wir hier ein kleines Mädchen mit einem Nachthemd, ja, barfuß mit einem kleinen Teddybären. Und da fragen wir uns, okay, wer ist es? Und natürlich ist hiermit die junge Jodie gemeint. Denn wir wissen ja, dass Jodie und Wermut eine ganz besondere Vergangenheit zusammen haben. Und zwar hat Wermut im Auftrag der Organisation ihren Vater getötet, hat das Haus abgebrannt und hat eigentlich Jodie zum Sterben zurückgelassen. Und damit war natürlich für Jodie klar, okay, sie möchte ihren Vater rächen, beziehungsweise möchte sie generell Wermut erledigen. Das ist so ihr Antrieb. Und dann meiner Meinung nach das Highlight in diesem Ending. Unglaublich geil. Und zwar kriegen wir hier einfach einen Apfel. Wir kriegen einen Apfel, wir kriegen hier links noch die dunkle Seite, die so ein bisschen für Jodie und für Aihaibara steht. Und dann haben wir noch eine helle Seite. Und wir sehen, der Apfel im Hellen ist natürlich ein richtig knackiger roter Apfel. Vielleicht noch so ein bisschen unreif, hier noch ein bisschen grüne Stellen. Aber in der schwarzen Seite sehen wir quasi schon, wie der Apfel von innen so verrottet ist. So richtig verschrumpelt, eklig, ja. Eigentlich schon am Wegschmeißen erst verfault. Und das ist natürlich für uns eine ganz klare Assoziation, wenn wir einen verrotteten Apfel sehen, der aber in der Helligkeit so richtig knackig, juicy wirkt, dann ist das natürlich eine Anspielung auf Wermut, die ja quasi auch als verrotteter Apfel bezeichnet wurde, als Hexe mit 1000 Gesichtern. Und das ist natürlich auch das, was beide hier mehr oder weniger gemeinsam haben, denn Aihaibara, Jodie und Wermut, dieses Dreiergespann hat etwas gemeinsam, beziehungsweise haben Aihaibara und Jodie etwas mit Wermut zu tun. Und genau das sehen wir hier auch. Ja, der Apfel wird von Aihaibara weggesmackt, er erlischt. Und dann sehen wir quasi im Ending einen Einspieler von der jeweiligen Folge. Da könnt ihr dann jede aktuelle Folge
mit dem Ending einblenden. Da werden dann immer so ein paar Panels aus der Folge gezeigt. Links sehen wir Jodie, rechts sehen wir Al-Haibra, die auch sogar ein Partner-Outfit haben, ja. Sehr, sehr geil. Sieht unglaublich krass aus. Also muss ich sagen, passen sehr, sehr gut zusammen. Und in dieser Konstellation, diese Synergie von Ai und Jodie gab es noch nicht. Und dann natürlich sehen wir sie, ja. Wermut. Wermut, wie sie etwas Köstliches ist. Mann, Mann, Mann. Also auf jeden Fall nicht der Moment des Endings für mich, aber ein sehr, sehr schönes Bild, ja. Nimmt hier wahrscheinlich ihren Apfel oder ihren Apfelkuchen, smackt ihn hier weg und dann sehen wir es hier nochmal. Ein schönes Bild in der Mitte, Wermut ja in schwarz, links sehen wir Jodie, rechts sehen wir Al-Haibra. Al-Haibra lauscht gerade wahrscheinlich der Kassette ihrer Mutter, die sie quasi aufgenommen hat, bevor sie gestorben ist. Und ja, es ist einfach schön mit anzusehen, wie diese drei etwas verbindet. Und das gab es halt einfach noch nicht und deshalb finde ich dieses Ending extrem erfrischend, weil es was Neues ist, ja? Auf der Seite von Jodie sehen wir dann quasi oben noch Mary, ja, wie sie quasi auf einem Tisch sitzt und mit ihrer Tochter Masumi redet, sehr, sehr fröhlich, während sie hier quasi ihren Donut oder ihren Cronut isst, ja, oder anguckt. Und auf der Seite von Al-Haibra, während sie ihrer CD bzw. ihrer Kassette lauscht, auf ihrem Walkman, also richtig oldschool-mäßig, sehen wir hier Ran und Yukiko bei einem wunderbaren Candlelight-Dinner. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wer es bezahlt. Wahrscheinlich Yukiko. Ja, und dann die zwei Abschlussbilder. Al-Haibra dreht uns den Rücken zu mit ihrem Rucksack, aber sie ist nicht alleine, denn das wurde uns hier auch so ein bisschen vermittelt, ja, diese Einsamkeit, alles hat man verloren, sie hat ihre Schwester verloren, sie hat ihre Mutter verloren, sie hat ihren Vater verloren, Al-Haibra gegen alle, aber nein, es ist nicht immer so dunkel und trist, wie es scheint, denn Lucy hat auch eine neue Familie gefunden, mit allen voran natürlich den Detective Boys, mit Conan Edogawa und ganz vor allen Dingen mit Agatha. Agatha ist ja wie ihr Vater, wie ihr Opa, wie man es auch immer bezeichnet. Auf jeden Fall passen die beiden aufeinander auf, ja. Und das ist einfach schön, ja. Das heißt also, sie hat ihre alte Familie verloren, aber eine gänzlich neue dazu bekommen. Und Jodie wirkt auch verloren, hat natürlich ihren Vater verloren, ihr Haus wurde niedergebrannt, hat eigentlich auch ihre Liebe mehr oder weniger verloren. Vielleicht gibt es da ein Comeback, aber trotzdem hat sie eine Familie gefunden in ihrem Job im FBI mit André Kamel, mit Shuichi Akai, auch wenn wir hier James Black nicht sehen, definitiv auch mit James Black. Das Ending ist richtig krass. Ich werde auf jeden Fall auch das Ending mit dem originalen Soundtrack, vielleicht mit dem originalen Video auch unten verlinken, dass ihr es auf jeden Fall anhören könnt. Und das solltet ihr auch. Ist auf jeden Fall extrem schön. Ich hoffe, dieses Ending hat euch gefallen. Danke für euren Support, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaito Akai.